Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario The Origami King. Wir sind immer noch im Panoramaturm und irgendwo hier soll eigentlich ein Toad versteckt sein, aber wo? Die sind aber auch gut versteckt. Ah, sieh mal einer an. Puh, gerettet. Ich dachte schon, dass man mich mit all den zerbrochenen Stiften in den Müll wirft. Vielen Dank. Höher kommt man im Turm nicht. Aber ich könnte schwören, dass diese Buntstifte von oben heruntergefallen sind. Ja, dann gehen wir auch nach oben. Man beachte übrigens den Pixel Mario auf dem Boden. Sehr, sehr süßes kleines Detail. Sehr, sehr, sehr schön. Na dann, wo kommen die Buntstifte her? Das ist das Ende der Luftschlange. Und direkt mittendrauf das Gesicht von meinem Bruder. Anscheinend will er, dass jeder weiß, wer hinter all dem steckt. Mal sehen, ob wir dieses Ding losbekommen. Oh, versuch doch mal von unten dagegen zu springen. Ja, das machen wir doch einfach mal. Und? Ah, höher kannst du nicht springen. Oh nö. Ey, wir werden die ganze Zeit abgeballert schon. Das ist mega gemein. Es war knapp. Können uns diese Dinger nicht mal in Ruhe lassen? Ey, wer hätte gedacht, dass du über alles hier im Bilde bist? Der Kunststifter Buntstifte. Ich bin so leid, dass Kunstbanause wie du meine ganze harte Arbeit ausradieren. Wahrscheinlich hast du noch nie von mir gehört, was? Dachte ich mir. Wann warst du überhaupt das letzte Mal in einem Museum? Pff, du brauchst mir nicht zu antworten. Mir wird's hier langsam zu bunt und dir werde ich eine Lektion in Sachen Kunst erteilen. Ich bin Bündwart von uns zu Stiftius der Zwölfte. Zu meinen Ahnen zählen sogar Ölfarben. Ich repräsentiere die Bürobedarfsbrigade. Tja, sobald ich dein flaches Gesicht vollgekritzelt habe, werde ich es in einem Museum mit all meinen anderen Kunstwerken ausstellen. Bürobedarfsbrigade Buntwart von und zu? Tut mir leid, aber das ist mir zu lang. Ich nenne dich einfach Buntstifte, ja? Mein Bruder schickt dich, um uns aufzuhalten, oder? Du redest total geschwollen und du kannst auch total gut malen, aber hast du mal von Mario gehört? Ja genau, dachte ich mir. Mario hat's echt drauf und er hat einen Schnurrbart und er wird's dir so richtig zeigen. Stimmt doch, Mario. Wie, was? Jetzt noch ein Bosskampf? Nö, ich hab gerade soeben den anderen überlebt. Wieso? Ah, schauen wir mal. Er sieht doch von meinem künstlerischen Arsenal aus 12 verschiedenen Buntstiften. Eure Papierkörper sieht meine Leinwand. Okidoki, wenigstens haben wir ein paar Orden bzw. Zubehörteile, die uns stärken. Ziele erfasst! Oh, dieser Faltkreis sieht für mich aber nicht so aus, als könnte man ihn verwenden. Ob er gerade Pause macht? Moment mal, was ist das? So ein Feld sehen wir gerade zum ersten Mal. Das sieht ja fast wie ein Schalter aus. Vielleicht aktiviert man damit irgendwas. Okay. Was muss ich hier machen? Ist jetzt die große Frage. Kann ich irgendwie den Gasten von hinten angreifen? Moment, Moment, Moment. So, ich laufe nach links durch den Brief durch, dann da hinten auf den Pfeil über den Einschalter. Der Einschalter wird wahrscheinlich das Feld aktivieren. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Vermeide Felder mit Fadenkreuzen, schleiche dich hinter ihn und hau ihm mit dem Hammer auf den Deckel. Ach so, ah, ich müsste den einfach nur angreifen, oder was? Oh, das sieht aber gut aus. Alle daneben, nein, meine Stifte sind perfekt. Mit dem Ziel stimmt etwas nicht. Okay, versuchen wir es mal hier mit den Faltarmen. Faltkreis aktiv, yo. Und jetzt? Achso. Ach, man kann das zuklappen. Das Dingen. Was für ein Kampf. Nein, nein, mein Deckel ist zu und ich kann die Stifte nicht mehr stoppen. Boah, hab ich viel Schaden gemacht. Die Stifte sind in ihm explodiert. Super.
Sein Mundwerk scheint seine Schwachstelle zu sein. Leg dir die Pfeile zurecht. Ja, und jetzt? Ein Plan, einfach angreifen, oder? Moment. Hier laufen wir nach rechts und dann auf ihn zu. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt auch einfach so. Ich experimentiere da jetzt nicht großartig rum. Ja, das sollte doch klappen, oder nicht? Plus eins? Ach, da darf ich zweimal angreifen? Okay. Keine Ahnung. Jetzt nehmen wir einmal die Glitzerstiefel und einmal den Glitzerhammer einfach. Nice! Boah, das hat richtig Damage gemacht. Okay. Und nochmal 15 drauf! Ja, bis jetzt läuft, würde ich sagen. Hüllenhubs, ey! Deine Darbietung verdient beißende Kritik. Nachladen abgeschlossen und ich hab noch mehr davon. Ey, der kann nachladen. Hallo? Das ist mega unfair. Was muss ich jetzt machen? Moment. Hier nach links bewegen. Ist das gut? Tendenziell schon mal nicht schlecht, oder? Also ich bewege mich nach links, nach links, nach links, nach links. Dann lande ich so hinter ihm nahezu. So, hier eine Ebene tiefer. Nee, so wird das nichts. Oh, was muss ich jetzt machen? Moment. Kann ich auch direkt eine Ebene tiefer? Ja, kann ich. Was passiert denn, wenn ich durch diese Zielfelder durchlaufe? Na, finden wir gleich raus. So, also nach vorne, dann zur Seite, dann über den Einschalter zur Seite und dann lande ich wieder auf so einem Feld, richtig? Boah, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz gucken. Also hier nach vorne, nach links, über den Einschalter, nach links und dann lande ich auf so einem Aktionsfeld. Ach, wir probieren das einfach mal aus. Ah ja, ich war jetzt abgelaufen. Und, was passiert jetzt? Achso, ach, da kriege ich einfach nur Schaden. Okay. Ah, ah, gut, bis wir tun. Vorsicht, Mario. Die Geschosse scheinen in die anvisierten Felder einzuschlagen. Vermeide Felder mit Fadenkreuzen. Ja, ja, ja. Oh, Einschalter. Oh, das funktioniert. I can't believe it. Ich stelle mich besser an als beim ersten Bosskampf. Lieber Faltarm als Knickbein. Ach Gottchen. Boah, jetzt kriegt er richtig Damage wieder. Deswegen bin ich super, Mario. Weil ich so super im Ringe drin bin. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Also hier nach rechts und nach unten sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Dann auf jeden Fall ein Angriffsfeld davor. Doppelter Zug und ah, das passt. Ja, der Kampf ist aber auch leichter als der letzte. So, was machen wir jetzt? Zweimal Hammer, oder? Ah, jetzt zweimal Hammer. Ah, das sieht super aus. Okay. Nice! So viel HP hat er nicht mehr. Ey, dieser Hüllenhubs! Das macht so viel Damage. Bah, jeder denkt, er kann einfach an mir herumkritisieren. Ich verlange Respekt für meine Kunst. Hier kommt die Regenbogenrolle, mein Meisterwerk. Und ich widme es dir. Oh, jetzt hat er auch noch einen Spezialmove hier, oder was? Hallo? Kollege, was ist da los? Leg dir die Pfeile zurecht. Yo. Was muss ich tun? Tipp. Dieses Raketenrollending sieht nach Ärger aus. Irgendwie müssen wir die Sache anpacken. Und mir fällt gerade auf, wenn ich den Tipp durchlese, also wenn ich mir den Tipp geben lasse, dann habe ich mega viel Zeit, das Feld zu beobachten. Moment, dann, das können wir mal eben ausnutzen. Also, irgendwie müssen wir die Sache anpacken. Wahrscheinlich muss ich einen Faltarmangriff davor machen, oder nicht? Ja, Moment.
Also ich denke mal Faltarme auf jeden Fall. So, wir müssen auf jeden Fall auch einmal einen Schalter betätigen. Und? Ja, das könnte es sogar schon gewesen sein. Was ist denn los heute? Ja, außer das funktioniert jetzt nicht. Das wäre jetzt nicht so schön. Boah! Yes! Leute, wir haben es geschafft! Boah, das war, glaube ich, der beste Kampf, den ich jemals hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Unmöglich, besiegt von einem beliebigen untalentierten Stück Popkultur. Du hast besser ausgesehen, als du noch Jump'n'Runs gemacht hast. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Oh, er wollte doch nur malen. Hey, ein neuer Faltkreis ist aufgetaucht. Sieht fast so aus, als wäre er von diesem Stiftkasten gekommen, den du gerade besiegt hast. Vielleicht ist der wichtig. Ja. Ach so, jetzt muss ich das Ding hier kaputt schlagen, oder was? Schön. Glückwunsch! Rote Luftschlange gelöst. Schnipsellimit erhöht. Das war toll und wir haben beide etwas zum Ergebnis beigetragen. Ich wusste doch, dass wir ein gutes Team sind. Hey, du kannst jetzt mehr Schnipsel tragen. Sag schon, wann gibt's die erste Konfetti-Fete? Na gut, das war wirklich aufregend, aber es gibt doch ein paar Luftschlangen mehr zu lösen. Also, welche Farbe wollen wir uns als nächstes vornehmen? Ah, richtig, die blaue Luftschlange auf dem roten Berg. Wir können genauso gut da anfangen. Vielleicht sogar am besten da. Denn von hier aus sieht das alles super schön aus. Ich kann's nicht glauben. Das war so erfolgreich. Oh. Teleskop, 10 Münzen, ja sicher. Und, sehen wir irgendwas Besonderes? Wow. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen, ich kann das nicht steuern oder so. Oh. Dachte, ich dürfte das noch ein bisschen bewegen. Oh, hier ist ein Toad. Was? Ach, das geht's auch gar nicht. Hallöchen, mein Kleiner. Ich habe viel zu lange am falschen Ende von dem Ding geklebt. Platz da! Jetzt will ich mal durchgucken. Ey. Kannst du nicht ein anderes suchen? Ich krieg einfach nicht genug davon. Ja, okay. Müssen wir jetzt wieder runterlaufen? Wahrscheinlich schon, ne? Ah, sehr schön. Ah, das hat aber Spaß gemacht. Das war ein sehr, sehr cooler Fight. Sieh mal, alle Bilder von diesem gemeinen Buntstiftding sind weg. Vielleicht sind sie verschwunden, als wir ihn besiegt haben. Oh, er war ziemlich böse, aber seine Kunst war richtig gut. Hui, das ist ja echt ein moralisches Dilemma. Sind Künstler nicht immer ein bisschen bekloppt? Sagte der, der gerade ein Let's Play-Video aufnahm. Ist das eine Kunstform? Wahrscheinlich schon. So, alles ist Kunst. Lass mal hier so ein paar Schirme aufkloppen. Ja, wir werden ansonsten heute ein bisschen Backtracking betreiben. Denn ich habe sehr, sehr viele Sachen verpasst. Also sehr, sehr viele Toads genau genommen verpasst. Ich habe auch immer wieder ganz schöne Kommentare bekommen unter den Videos, wo ich darauf hingewiesen wurde, wo noch Toads stecken. Und ja, mit meiner Glocke zusammen und eben diesen Hinweisen aus dem Kommentarbereich sollten wir das irgendwie hinkriegen, die Toads, die wir verpasst haben, noch nachträglich zu besorgen. Mario, der Aufzug ist kaputt. Außerdem habe ich jetzt Angst, es nochmal zu versuchen. Und das, obwohl ich schweben kann. Sehr gut. Genau, also ein bisschen Backtracking betreiben wir später. Ich habe aber auch inzwischen gelernt, muss ich dazu sagen,
dass man manche Toads nicht bekommen kann, bis man ein bisschen Progress in der Story gemacht hat. Also es gibt manche Toads, die kann man noch gar nicht erreichen. Und ich glaube, wir können auch noch gar nicht alle finden. Aber wir können ja zumindest mal so ein bisschen Backtracking betreiben. Ansonsten, ich bleibe natürlich bei meiner Aussage. Also wir machen 100%, nur so nach und nach werde ich das erledigen. Boah, ich dachte, hier wäre jetzt wieder Action. Hier ist ja gar nichts los. Habe ich hier noch irgendwie einen Tod verpasst oder so? Nö. Im Moment ist es mir egal, ob jemand fürs Kartoffelschälen oder den Weinkeller zuständig ist. Jeder muss helfen, damit hier alles wieder glänzt. Naja, hier gibt es anscheinend nichts weiter zu tun. Wobei, es könnte auch so ein Ort sein, wo man gegebenenfalls irgendwie später nochmal rein muss oder so. Könnte sein, könnte sein, könnte sein. Übrigens, ich habe eine Sache noch gelernt. Und zwar, erinnert ihr euch noch, als ich diese grüne Kugel ersteigert habe für 10.000 Münzen? Ich hätte den Monty Maulwurf runterhandeln können auf 300 Münzen, habe ich gelernt. Ach, Leute, Leute, Leute. Hat Enzer mir verraten, hat er kommentiert und... Oh Gott, ich hätte so viel Geld sparen können. Mich sollte man nicht auf dem Flohmarkt lassen. Wo ist denn hier noch ein Toad? Tja, beim Aufzug geht wohl nichts, nimm doch die Treppe. Was, wo ist denn hier noch ein Toad? Jetzt doch gerade geklingelt. Kann doch gar nicht wahr sein. Aber die sind doch manchmal so extrem gut versteckt. Hä? Wo ist denn hier noch ein Toad? Das gibt's doch gar nicht. Ah. Hier angeblich. Ja, vielleicht wenn der Aufzug wieder repariert ist oder so. Das könnte natürlich sein. Also vielleicht muss man hier auch später nochmal hingehen. Na gut, gehen wir erstmal zurück. Zumindest haben wir auf jeden Fall jetzt einen neuen Ort, den wir besuchen können. Und zwar auf dem Picknickpfad, glaube ich. Da war doch so ein Gebäude, was wir nicht betreten konnten vorher. Oh, da gibt es auch eine Ankündigung zu. Das Sensorlabor am Picknickpfad hat ab sofort für dich geöffnet. Ey, was? Dachte, ich kann die erledigen. Mit ihm Schlag. Na, dann nicht. Boah, ich bin vor allen Dingen voll low on health. So, Gegner anordnen. Okay. Gegner anordnen. So, sehr schön. Das hat doch funktioniert. Aber wieder hier richtig Gedanken. Schmalz notwendig. Gehirnschmalz notwendig, um das zu lösen. Ja, wobei ich meine, langsam aber sicher werde ich auch besser. Ich darf einfach nicht so hektisch dabei sein. Ich muss mir lieber so ein bisschen mehr Zeit lassen und ganz in Ruhe über das Movement hier nachdenken. Und ich glaube, dann kriegen wir das schon alles hin. Davebot hatte kommentiert, dass er gegebenenfalls unter den Videos auch immer mal hinschreibt, wie man das wirklich hätte perfekt lösen können alles. Finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Idee. Unter dem einen oder anderen Video hat er das auch schon gemacht sogar. Und ja, es gibt halt, denke ich mal, auch diverse Lösungsmöglichkeiten. Also es gibt nicht nur einen einzigen Weg, den man hier anwenden kann. Von daher, ich mache halt immer so das, was mir gerade einfällt. Und manchmal fällt mir eben auch nichts ein. So, wo ist denn jetzt das Gebäude? Um die Toads kümmern wir uns gleich. Wo ist denn das Gebäude? Das war irgendwo da unten, ne? Muss ich ja sehr weit zurücklaufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da ging es nicht lang. Wo war das denn nochmal? Oder oben habe ich auch noch Fragezeichenblock vergessen. Ja, das Backtracking, das schneide ich aber. Keine Sorge, also das werde ich so ein bisschen zusammenschneiden, damit wir diese ganzen Laufwege nicht haben. Beziehungsweise, was heißt nicht haben? Also damit ihr die nicht seht. So. Und hier sollte doch der Picknickpfad sein, oder nicht? War das nicht hier vorne? Ah, genau. Hier wollte ich hin. Und zwar auf der linken Seite. Ey, lass mich in Ruhe. Haha, 10 Münzen abgestoppt. Ja, ein neues Gebäude. Sehr schön. Hatte ich den Briefkasten schon angehämmert? Ja, hatte ich schon. Okay.
Na dann, gehen wir doch einfach mal rein. So, und du? Oh, Moment, da können wir jemanden retten. Hallöchen. Oh, fantastisch, es trifft sich sehr gut, dass du zu mir gefunden hast, Mario. Endlich ein passendes Testsubjekt. Ich bin der Forschungsleiter hier im Sensorlabor. Wir entwickeln hier Technologie, mit deren Hilfe man Dinge aufspüren kann, die mit bloßem Auge zu schwierig zu erkennen sind. Sensortechnik verändert die Welt. Wir brechen Konventionen und verschieben die Grenzen des Wahrnehmens und Machbaren. Deine Expertise im Finden von Toads macht dich zum perfekten Tester für unsere neueste Erfindung, das Toadradar. Mit diesem kleinen Schmuckstück wird das Aufspüren von Toads zum Spaziergang, also fast schon wortwörtlich. Ah. Spring in die Röhre und ich zeige dir in unserer Vorführkammer, wie unser Toadradar arbeitet. Okay, das hört sich doch cool an. Möchtest du einen Testlauf mit dem Toadradar wagen? Ja, natürlich. Oh, dann habe ich es noch ein bisschen leichter, die Toads zu finden. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Test, 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 hörst du mich, Mario? Famos, dann führe ich dich mal durch einen schnellen Testlauf mit dem Toadradar. Spürst du das Ding auf deinem Kopf? Du hast sicher erraten, dass es sich dabei um das Toadradar handelt. Die Toadradar-Schüssel sucht die Umgebung in der Nähe nach versteckten Toads ab. Je näher du einem Toad bist, desto stärker reagiert es. Wenn du einen Toad gefunden zu haben glaubst, dann setze deinen Hammer ein, um ihn zu entfalten. Leider hat diese raffinierte Ausspürtechnik jedoch einen gewaltig hohen Energiebedarf. Und ohne Energie kein Toadradar, also bitte immer schön auf die Batterie achten. So, genug erklärt. Beginnen wir mit dem Test. Finde die versteckten Toads, bevor die Batterie leer ist. Ja, das ist ja sehr, sehr nice. Oh, hier blinkt es auf jeden Fall. Hallöchen. Mein Controller vibriert übrigens auch. Das kriegt ihr jetzt natürlich nicht mit, aber... Das reviert, sag ich schon. Das vibriert wie Bolle. Es reagiert wie Bolle. Boah, das brummt echt massiv. Alter Schwede, ich habe so ein bisschen übertrieben mit dem Rumble-Effekt. Wir haben unsere kleine Glocke auch noch, ne? Die ist natürlich auch nützlich. Aber das ist ja so ein Zubehörteil, die Glocke. Oh nö, was? Hard Mode oder was? Und jetzt? Ah, hier wird's stärker. Ich frage mich, ob halt... Ah, genau. Ob er immer so aufpinkt, wenn man sich in die richtige Richtung bewegt, oder ob das egal ist, in welche Richtung der Radar trötet. Es ist gar nicht mal so leicht. Gerade habe ich noch gesagt, dieser Vibrationseffekt wäre so stark, aber es ist trotzdem nicht leicht. Ah! Boah, jetzt ist es richtig, richtig stark gewesen. Ah, okay. Ja, hier wird das irgendwo sein. Nice, wir haben es geschafft. Oh, noch einer. Was? Ha, jetzt? Ah, wo ist denn hier der Toad? Ah, hier. Moment. Hier irgendwo. Hier. Ja, ich hab ihn. Boah. Es ist trotzdem noch ganz schön schwer. Wundervoll, es funktioniert. Dank dir war der Test ein voller Erfolg. Ich muss sagen, das hat sehr gut geklappt. Nicht mal explodiert ist das Toadradar dieses Mal. Ausgezeichnet. Jetzt fehlt uns nur noch ein ausgedehnter Feldtest. Also los, Mario, nimm das Toadradar und rette ein paar Toads. Nice! Herzlichen Glückwunsch, du hast das Toadradar bekommen. Spürt hilfsbedürftige Toads in deiner Nähe einfacher auf.
Wenn die Batterie leer ist, kannst du unser nicht standardisiertes Ladegerät zum Aufladen benutzen. Allerdings kostet die Benutzung eine kleine Gebühr. Wir müssen uns finanziell schließlich auch über Wasser halten. Ich werde hier weiter forschen. Es gibt schließlich noch etliche Grenzen hinwegzufegen. Zurück an die Arbeit. Ja, erstmal aufladen das Ding, ne? Ah, nee, ah! Der Radar ist noch aufgeladen. Ja, wir können ihn ja direkt mal hier draußen auch ausprobieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auch in dem Gebiet hier einiges verpasst habe. Ah, Moment, erstmal hier die Röhre freilegen vielleicht. Wo bringt uns die Röhre eigentlich hin? Eine Abkürzung nach Toadhorn wahrscheinlich, oder? Kann es sein? Na, Trommelwirbel? Ah, tatsächlich. Sehr schön. Ah, das ist ja sehr, sehr nützlich. Es gibt noch eine Röhre in Toadtown. Die habe ich noch nicht befreit. Das erste Mal, als ich dran vorbeigelaufen bin, wusste ich nämlich nicht, dass man diese Sticker oben abziehen kann. Müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Naja, wie sieht es hier mit der Schatztruhe aus? Wir bekommen ein Collectible. Und zwar ein Schatzmini-Sensorlabor. Ja, das ist natürlich alles schön, aber wo ist hier ein Toad? Aha! Alter Schwede! Mario, ich hätte es wissen sollen, danke! Oh, der Toad sieht sehr, sehr unglücklich aus. Ja, schauen wir uns einfach mal hier um und das nächste Mal gehen wir dann zurück ins Startgebiet und suchen da auch noch ein paar Toads. Also wirklich ins Startgebiet, da wo wir angefangen haben, in den Wald. Wir gehen noch einmal in den Wald zurück und da sollten auch noch Toads versteckt sein. Ach, Moment. Oh, kann man da vielleicht dran springen? Ich bin so ein Horst. Natürlich. Oh, das ist ein Toad. Danke, Mario. Ja, arbeite an meiner Körperspannung. Och, natürlich, das ist ein Toad. Was auch sonst? Oh, da muss man auch erstmal drauf kommen. So, haben wir sonst irgendwas verpasst? Hier ist noch einer. Ja, Moment, da rechts kann man, glaube ich, hingehen. Boah, diese Verstecke. Holy moly, die haben sich echt Mühe gegeben, die Toads zu verstecken. Hier kann man sich nämlich runterdroppen lassen. Da muss man erstmal drauf kommen. Hey! Hau den Lukas hier, oder was? Ah, aber relativ erfolgreich, würde ich sagen. Hey! Ah, der ist so schnell! Haha, jetzt hast du keine Löcher mehr! Ey! Das gibt's doch gar nicht. Wie erwische ich den denn? Ich hab doch alle seine Löcher weggemacht. Das kann doch nicht wahr sein! Ich krieg den nicht. Gibt's doch nicht. Der veräppelt mich hier. Nein, das kann nicht wahr sein. Wie ich hier faile. Hallo? Nee, Moment. So, zwischen den beiden Löchern ist nicht so viel Abstand. Das geht's doch nicht. Ich krieg den nicht. Das kann nicht wahr sein. Leute, irgendwas ist hier nicht in Ordnung mit dem Spiel. Nee. Okay, das schneide ich jetzt. Ist das peinlich, ey. Okay. Und geschafft. Natürlich direkt beim ersten Versuch. Ach, du warst das. Ich hätte es nicht so schwierig gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Hier, lass es mich wieder gut machen. Oh, was? 1000 Münzen. Nice. Alter Schwede, habe ich dafür lange gebraucht. Das ist schon ein bisschen peinlich. So, haben wir sonst noch irgendwelche Toads hier vergessen? Wir können ja gleich nochmal auf die prozentuale Fortschrittsanzeige schauen. Ah, hier klingelt es auf jeden Fall noch. Ey, hier klingelt es? Wo ist denn hier noch ein Toad? Boah, das ist so übel. Ach, das ist eine Blume. Ach, das ist ein Toad. Ich habe schon dreimal geblüht und es ist noch nie jemandem aufgefallen. Och nein, wie tragisch. Sind hier noch mehr solche Blumen?
Vielleicht weiter unten noch oder so. Nee. Aber ich glaube, hinten beim Tempel ist noch irgendwas. Schauen wir einmal ganz kurz auf die Karte. Also auf diese Prozentanzeige. Picknickpfad. 96% der Toads gerettet. Na dann. Das können ja maximal irgendwie noch ein, zwei Stück sein oder so. Ah. Hier klingelt es auf jeden Fall. Ist keiner mehr? Hä? Ach, da kann man runter! Da kann man runter! Krass, das habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. 100% der grundlosen Löcher repariert, ich kann es nicht glauben. Und da unten habe ich auch einen Toad gesehen. Boah! Und ich gebe mir schon immer so Mühe beim Suchen und trotzdem verpasse ich die andauernd. Gib doch gar nicht. Hallöchen, mein Kleiner! Wenn ich mich ordentlich ausgerüstet hätte, hätte mich niemand so zusammengeknüllt. Rüstest du dich auch immer gut mit deinen Waffen aus, Mario? Man muss stets auf alles vorbereitet sein. Ja, natürlich bin ich immer gut ausgerüstet. Aber tatsächlich fehlt hier immer noch irgendwo ein Toad. Aber naja, liebe Leute, damit, also mit der Suche, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht. Hier bei Let's Play Paper Mario The Origami King. Euer Huxel. Ciao.